Moin moin ihr Lieben und willkommen zur nächsten Runde Rouge versus Busch. Und wir machen heute etwas, das hat uns der liebe Sonic vorgeschlagen. Busch, was war das gleich noch? Ja, ich glaube Sonic hat uns in die Farbenwelt geschickt, um ein Netherportal zu bauen, oder? War es nicht das? Korrekt, wir sollten ein Netherportal bauen, wir sollten aber nichts mitbringen. Das heißt, wir sind mit leerem Inventar hier, wir haben ausschließlich Jeezys an. Und ansonsten... dass das noch fair ist, hier. Ah ja, ein Busch für mich, genau. Sekunde, oh. Warte. So. Ja. So, den muss ich jetzt natürlich auch slash head. So. Wir haben jeder einen Busch und wir haben jeder ein paar Jeezys. Mehr haben wir nicht dabei. Also hier ist mein Inventar, seht ihr. Und da drüben ist der Busch. Und da ist sein Inventar. Ich habe hier auch, seht ihr auch bei ihm im Fenster. Die EC dürfen wir einfach nicht benutzen. EC ist natürlich noch gefüllt, aber da dürfen wir nichts von benutzen. Das könnt ihr kontrollieren im Videoverlauf. Und ansonsten würden wir jetzt loslegen. Wichtig ist, ja, wir müssen alles hier abbauen. Wir haben die gleichen Voraussetzungen, das heißt, wir haben alle Perks gegenseitig deaktiviert, die der andere nicht zur Verfügung hat, so dass wir auch da die gleichen Voraussetzungen haben. Und von daher mal würde ich sagen, let's go, oder? Also, auf geht's! Auf geht's! Hey, okay! Ja. So, unten rechts im Bild könnt ihr wie immer den Busch beobachten. Okay, ich habe einen taktischen Fehler gemacht. Ich bin erstmal in Richtung Spawnpunkt zurückgelaufen. Das heißt, ich muss eine weitere Strecke zurücklegen, bis ich da hinkomme, wo ich hin muss, um was abzubauen. Und währenddessen sollte ich schon mal ganz dringend nachdenken, was ich denn überhaupt alles benötige für das Portal. Eieiei, da kommt ein bisschen was zusammen. Auch an Werkzeug und so, ne? Ja, also ein Eimer, für einen Eimer braucht man Spitzhacken, Holz, Eisen. Ah, ich sehe schon, das wird nicht ganz trivial. /Craft. /Craft ist verboten, oder? Wir brauchen einen, auch verboten, ja, von mir aus. Wir brauchen einen, da muss ich nur dran denken. Crafting Table, genau, ich muss auch dran denken. Oh Mann, noch 3 Meter, bis ich abbauen darf. Deswegen stehen hier auch noch Bäume, der Rest ist alles weggefällt. Wieso bist du schon am Bäume fällen? Ich habe noch die. Was hast du? Ich habe noch die Herausforderung, überhaupt fällbare Bäume zu kriegen. Hier ist alles abgeholzt. Ja, hier ist auch nur bei dieser einen Fichte ist da oben noch was. So, zack. Hier sind nur Baumkronen. So. Ja, hier, 2 habe ich. Da hat jemand einen Birkenblock in der Luft gelassen, aber ich komm dran. Ja, das wird spannend auch mit dem Craften von, ja tatsächlich, Eisen und so, Eimer, das wird... Eisen, Eimer, wir brauchen Flint and Steel. Das wird eine Herausforderung. Ja, Obsidian dann, können wir ja dann gießen. Also Lavasee brauchen wir auf jeden Fall. So, ich nehme einfach mal hier ein paar die Blöcke wieder mit. Ey, hier muss doch irgendwo noch ein Baum sein. Da ist Holz. Ah nee, das darf ich nicht. Ich habe jetzt gerade aus Versehen kurz das Crafting-Fenster. How much wood? Woodchuck, as much wood, as a woodchuck. So, zack, hier. Siehst du, ich baue mit Birke. Ich tue was für die armen Pollensüchtigen. So, zack, hier, jetzt habe ich. Schau mal, brauche ich noch eine Axt? Scheiße, da langt es nicht mehr für. Mist. Das war vielleicht gar nicht mehr so schlau. Oh, da muss er echt dran denken, kein... Oh. Kein Dings zu nutzen. Kein Slash-Craft. Oh, ja. Vor allem habe ich es auch noch auf Shortcut, also es ist für mich doppelt ich schwer auch, gefühlt. Ich auch, auf Shortcut. Natürlich, wer hat das nicht, wer Shortcuts nutzt. So, dann habe ich jetzt wenigstens schon mal gut dann als nächstes. Warum habe ich mir eine Holzaxt gemacht? Ich habe doch eine Spitzhacke. Ich kann mir doch direkt eine Steinaxt machen. Ah, oh, na ja, gut. Taktische Fehler, wenn man es das erste Mal so wirklich macht, dann. Gehört dazu. So. Ja, muss aber echt überlegen, welches Werkzeug verwendet man für was, weil wenn man es zu oft benutzt, ist es halt auch wieder weg und du musst schon wieder Neues machen, ne? Das ist ja, schon... also ich habe jetzt noch ein bisschen Holz mitgenommen für den... Oh, hier. Aber das ist schön, das ist pures Minecraft, was wir jetzt machen. So, das echte, natürliche Minecraft.
Oh, meine Crafting-Box muss ich natürlich mitnehmen. Mein Crafting-Table. Nur, dass wir es auf Griefer-Games spielen. Echtes ja. Minecraft, nur auf Griefer-Games, genau. Ja. Oh, komm, bitte hier unten. Es ist halt alles dunkel. Oh, wie geil. Was? Du hast Eisen-Nein, oder? Ich hab Eisenerze. Eisenerze, ja, die muss man noch mehr aufnehmen. Ja. Ich hoffe halt... Oh nein, okay. Okay, das haben wir schon mal. Oh, ich bin nicht schlecht hier aufgehoben. Bis auf den Creeper, der mich gerade umbringen will. Hier vielleicht auch irgendwo eine... Oh, oh mein Gott. Ah ja, Crafting darf man nur mit Crafting Table. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das hat jemand abgebaut, oder? Nee, der hat nur den Sand mitgenommen. Baue ich mich, glaube ich, auf eigene Faust. Zack. So, immerhin. Immerhin, es ist noch kein Gewinn. Aber es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Lässt sich Obsidian eigentlich mit einer Steinpicke abbauen? Probier's aus. Na toll. Weißt du, wie lange das dauert, das auszuprobieren? Nicht mein Problem. Verdammt, ey. Wenn man die Spielmechaniken nicht mehr kennt, weil man auf einem verweichlichten City-Build-Server spielt. Ah. Na gut, Kohle brauche ich nicht. Aber bei Schaden tut es vielleicht gar nicht. Wenn ich ein bisschen Licht habe. Ich lache nur, weil so ähnliche Überlegungen hatte ich vorhin auch. Ah, das brauche ich nicht. Ja, vielleicht doch. Okay. Was machen wir? Eisen. Ja, genau 3 Stück. Okay, was brauche ich als nächstes? Nochmal, ich habe mein Crafting Cable stehen lassen. Ach, Mann. So, zack. Ich glaube, ich habe nicht genug Holz für die gesamte Operation. Okay, was brauche ich hier? Zack, einmal. Ach, ich brauche 4 Eisen. 4? Die reichen 4 Eisen? Doch, zack. Komm schon. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, ne? Nee, ich überlege mir gerade, wieso du nur 4 brauchst. Da. Ich brauche mehr. So, ich muss noch ein Lavasee finden, dann habe ich's. Wie, dann hast du's? Lava so. Nicht. Lava nicht. Okay, zack. Und... Ich hab noch keinen Flint. So, Flint ist hier. So, jetzt, Okay, baue ich mich jetzt wieder raus und suche oberirdisch oder suche ich unterirdisch und baue bei... Warte mal auf. Irgendwo tief unten gibt's doch dann... Oh, da ist Licht! Nein, oder? Bitte lass da Lava sein. Nee, Tageslicht. Warte mal, wie viele braucht man denn? Man braucht
4 unten, 4 oben sind 8 und dann braucht man nochmal 5, 5. Man braucht, glaube ich, 18. Ich glaube, man braucht 18 Obsidian. Aber ich bin mir nicht sicher. Und man sollte natürlich nicht mit der falschen Picke draufhauen. Das wäre auch nicht kontra... es wäre nicht kontraproduktiv. Genau, es wäre nicht produktiv. Braucht doch nur noch Lava. Meine Fresse. Komm schon. Das scheitert schon wieder jetzt einfach daran, dass ich diese entsprechenden Sachen nicht finde. Und runterfall, ja. Wie lange dauert es denn, so einen scheiß Obsidian-Block abzubauen, ey? So. Kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Ich merke gerade, wie schwer es ist. Ja. Wieder aus so einem Loch rauszukommen. Oh, toll. Also, Eisenpicke macht Obsidian kaputt. Okay. Das heißt, ich brauche Diamant. Schande, wo soll ich denn jetzt Diamant herbekommen? Oh Mann. Okay, ich habe eine Idee. Gut. So, mal schauen mal. Jetzt heißt es... Ich will kein Meer, ich brauche einen Lavasee. Jetzt heißt es Diamant finden und das wird spannend. Und Flint finden, das wird auch spannend. Okay, warte mal auf. Welcher Höhe gibt es denn... Ich finde alles, ich finde Gold, ich finde Redstone, ich finde jeden Mist, ich finde nur kein Diamant. Für eine Pickaxe brauchst du 3 Dias, ne? Alter, ich werde hier von Zombie-Mobs angegriffen und Skelett-Mobs und... Wieso gibt's hier kein Dia? Ich muss ja hier irgendwo Diamanten geben. Ich meine, ohne dass ich jetzt alles umbuddeln muss hier. Hab ich hier Lava gehört? Nein, hast du nicht. Lava ist verboten. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, warum höre ich so laut da oben Lava? Komm schon. Scheiß Skelett, verschwinde doch. Kill you. Kann ich mich... Weiß Gott, ich stürze jetzt doch runter und schrei. Mann. Wo ist hier zur Hölle Diamant? Hier muss doch irgendwo Lava sein. Was bringt dir denn Lava? Du hast doch noch gar kein Diamant. Ich dachte, wo man Lava hat, wäre man auch safe auf Diamanten, aber es täuscht. Gibt hier keine Sicherheit für gar nichts. Auf welcher Höhe bin ich denn? Ja doch, ich bin doch gar nicht so schlecht von der Höhe her. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu tief. Vielleicht bin ich einfach einen Tick zu tief. Können wir da machen? Einen Tick höher gehen.
Tadam. Wieso nur zwei? Wieso nur zwei Diamant? Ich brauche noch drei. Ich höre. Warte mal, haben wir den. Nee, Feuerresi haben wir beide noch an, ne? Den haben wir beide noch an, ja. Hast du gerade erst dran gedacht, oder was? Brauche Diamant, einen blöden Diamant. Das würde mir schon genügen. Dann müsste ich nicht bei diesem Spiel verlieren. Verlieren, genau. Komm schon, ich höre die ganze Zeit Lava, aber ich sehe sie nirgends. Ach, hier bin ich wieder bei meinem Zuhause. Oh, da ist es. Über uns, sehr schön. Über mir. Er hat sich die Glühstrumpf, das hilft mir aber nicht. So. Busch. Ja. Wie weit ist es eigentlich bis zum Horizont? Tja, diese Frage will ich dir beantworten. So. Beantworten oder beantworten? Antworten. Es gibt hier keine Diamanten mehr. Es fehlt mir ein Diamant. Es kann doch nicht sein, dass ich daran scheitere, dass mir ein Diamant fehlt. Das sehe ich überhaupt gar nicht. Das sehe ich nicht, das fühle ich nicht, das will ich nicht. So, wie geht's jetzt weiter? So, zack. Das so. Okay, aber was ich jetzt mache, ist totaler Unsinn. Oh nein, das ist kein Unsinn. Gravel, Gravel. Au, prepare, prepare. Ich darf keinen Fehler machen. Warum darfst du keinen Fehler machen? Ich darf einfach keinen Fehler machen, sonst habe ich verloren. Warum? Wieso kommt aus dem. Wieso kommt aus dem Kies nur Kies? Zack. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt aus dem Kies kein Kies? Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt aus dem Kies Flint? Das kann ich dir nicht sagen. Aber da hat sich auch nichts dran geändert, oder? Es kommt auf jeden Fall. Also ich hab durch Abbauen von einem Kies direkt am Anfang habe ich. Auf jeden Fall genug bekommen. Hey, ich baue hier ein. Jetzt fehlt mir nur noch ein blöder Diamant und dann ist mir der Sieg so gut wie gewiss. Und warte mal. Wie hoch muss es sein? Es muss 3 Blöcke oder 4 Blöcke. Hörst du auf zu bauen? Das sind einfach 4 Blöcke. Hörst du auf zu bauen? So, zack. Wie bitte? Nein, du gießt es dir! Du gießt es dir, du! Tja. Oh. Natürlich gieß ich's mir. Ah, wieso komme ich nicht darauf? Das ist ja genial. Zwei Blöcke oder drei Blöcke? Ich glaube, zwei Blöcke genügen. Okay. Das kann ich nicht zulassen. Nur wegen meiner Dummheit hier zu verlieren. Weil ich hier auf ewige Diamanten... So, und ich wundere mich schon, warum er das nie kommentiert. Ich wusste, irgendwas ist im Busch. So, okay. Zack. Und... Jetzt hier... Eins und hier. Ach, warte mal, wenn ich das so rum mache, kommt Kobbel raus, ne? Ja. Ich muss das fließend. So muss es sein, genau. Oh Mann.
Hätte mir mal zwei Eimer machen sollen. Achso, wieso mache ich mir nicht einfach noch einen? Wo ist mein Crafting Table? Oh, ich hab's! Ist nicht wahr! Doch! Ist nicht wahr! Ist nicht wahr! Ich hab es! Mann! Slash TPA Busch. Ah, Quatsch. TPA Zip. Oh, ich habe nicht daran gedacht, dass ich das hier gießen kann. Ich hätte schon vor Ewigkeiten anfangen können, weil ich war ja schon ewig bei der Lava. Ich war ja schon ewig da. Ja, ich war halt. Tja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es einen Block zu hoch gebaut, oder? Nee, ist ja egal, es funktioniert. Ja, es funktioniert, es ist ja wurscht, aber ich meine, ich hätte mir Zeit sparen können. Tja. Oh Mann. Also es funktioniert natürlich nicht, aber es ist aktiv. Oh Mann. Also, was schuldest du mir jetzt? Opa, da hier ist ja PvP an. Sorry. Was ich dir schulde? Was schulde ich dir denn? Ich schulde dir, dass ich dich anzünde. Ich bin traurig. Ach komm schon, die Anemade hast du gewonnen, jetzt hab halt mal ich gewonnen. Ja, deswegen bin ich ja so traurig. Ach Mann. War eine schöne Runde. Danke für die Idee, Sonic. Sollten wir nicht nochmal neu drehen? Ich hab's Gefühl. Nein. Ich hab's Gefühl, mit der Folge stimmt irgendwas nicht. Ja. Oh, die Aufnahme hat nicht geklappt. ich hab vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. Ja, glaube ich dir natürlich sofort. Es tut mir leid, Busch. Das müssen wir nochmal machen. Mhm. Oh mein Gott, die Busch Loser Serie ist abgerissen und die Rouge Loser Serie beginnt. Ja, mal gucken. Wo bist du denn? Aufgabe ist. Ich bin gerade hier oben. Was machst du da? Warum schüttest du Wasser auf meinen Plot aus? Weil ich einen Wassereimer gerade dabei habe. Herzlichen Glückwunsch, Busch. Dankeschön. Komm, nächstes Mal bin ich gespannt, was die Zuschauer sich wieder überlegen. Wir haben auch schon ein paar weitere Ideen. Aber genau. Natürlich könnt ihr euch da auch mit einbringen, wenn ihr Ideen habt. Von daher, wenn ihr mehr Bock habt auf noch mehr Rouge vs. Push oder auch die Specials mit anderen Gästen, dann einfach Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und hier wieder reinschauen und bei dem Spaß einfach mitmachen. Und wenn ihr eine tolle Idee habt, was wir noch als Versus gegeneinander spielen können, so wie jetzt dieses Mal eingereicht von Sonic, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Dann schauen wir uns das mal an und vielleicht können wir es ja umsetzen. Alles klar. Bis dann. Viel Spaß. Euer Rouge. Und euer Busch.